Hier unten hat sich schon was getan. Also ich habe gefühlt nur Produkte von Essence. I don't know. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Easy. Ich nehme euch heute einfach ein bisschen mit durch meinen Tag. Ich muss nämlich gleich um 2, es ist jetzt 1:30, zum Kieferorthopäden. Da wird meine Zahnspange nachgezogen. Da wird noch irgendwas da hinten gemacht. Dann gehen wir noch zum DM und dann nehme ich euch einfach noch ein bisschen mit durch meinen Abend und ich zeige euch meine Fidgets. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Also ich habe gerade noch ein bisschen Mittag gegessen. Jetzt werde ich noch mal Zähne putzen, weil mit der Zahnspange klebt dann immer alles noch da drin, auch wenn ich gerade erst Zähne geputzt habe. Ich verstehe es nicht. Also ich bin jetzt gerade im Bad und ich benutze diese Zahnbürste und die Zahncreme halt, ja ganz normal eigentlich, aber ich benutze dann noch sowas. Das ist irgendwie so eine Pflege für die Zähne. Weiß ich nicht. So, also die Fresh Easy ist jetzt wieder am Start mit wunderschönen Zähnen. Okay, naja, ist ja auf jeden Fall egal. Ich habe schon mein Zimmer so halbwegs aufgeräumt, ja. Und ich habe mich auch schon so anders fertig gemacht sozusagen. Also ich habe den Abdeckstift benutzt gegen meine Augenringe, aber der ist schon fast leer, wie man sieht. Dieses Wimperngel, auch von Essence. Irgendwie ist bei mir alles von Essence. Essence. Das habe ich mit dem Make-up-Schwamm von Essence verblendet. Diesen Augenbrauenstift hier, also so Augenbrauengel, warte, ich zeige es euch mal. So, da habe ich dann einfach so ein bisschen durchgekämmt damit, weil da kaum Farbe noch drauf ist. So, die Kamera. Nicht beachten, Mama. Und dann noch einfach diesen Lipgloss. Ja, dann schaut das jetzt alles so aus. Und die Mama wird mir jetzt auch noch 2 Zöpfe flechten. Und ja, ich habe übrigens die Ohrringe drin von dem Weihnachtsgeschenk von meinem Bruder. Also ich sitze jetzt schon bereit. Mama, kommst du? Ich komme gleich, ich muss mich dann noch die Wimpern tuschen. Ja, noch die Wimpern schnell tuschen. Und ich weiß einfach nicht, warum ich mir Lipgloss drauf gemacht habe. Der jetzt eh schon weg ist vom Zähneputzen. Weil ich ja eh eine Maske auf habe. Ach nee, beim Kieferorthopäden habe ich ja gar keine Maske auf. Da gibt ja gar keinen Sinn. Fokus. Ja, ist doch schief, oder? So ist gut. Ja, also, Mama, hast du deine Wimpern getuscht? Was hat die Mama denn hier alles so drin? Ich liebe den, das ist so ein Lipgloss. Ich liebe den. Du wolltest eigentlich... Hey, nimm mit meinen Sachen, tu die mal weg jetzt, gell? Ich mag das überhaupt nicht. Mann, wo ist der Fokus? Aber der ist doch so schön, der Lipgloss, Mama. So, hast du nicht einen für mich, weil ich habe meinen oben. Jetzt warte, lass uns erstmal fertig machen, dann holst du dir den aus dem Bad, der die Lippen richtig gut pflegt. Ach so. Oh, die sind so elektrisch, warte, ich hol mir weiß. Meine Haare sind in letzter Zeit so elektrisch, man sieht hier auch so, wie die fliegen. Hat mal jemand Tipps dagegen? Ja, wer hat Tipps dagegen? Lass meine Sachen. Ach Mann, warum denn? So, jetzt habe ich mir ein bisschen Handcreme drauf. Das hilft manchmal ganz gut, ne? Ja, soll ich die Ohrringe rausmachen? Nee. Mach mal Kopf runter. Ja, nicht schnell. Schön. Ja, ich mache es immer schön. Ja, aber nicht immer schnell. Ich mache die jetzt raus. So. Also wir gehen jetzt erstmal zum Kieferorthopäden dann. Und danach gehen wir zum DM shoppen. Naja, wir kaufen das, was du für deine Zähne brauchst, oder? Ja. Vielleicht 1-2 Haarspangen. Und noch ein bisschen. Mein Abdeckstift ist leer. Wenn ich mit dir zum DM gehe, aber der Tobi ist dabei, der hat da eh nicht so Lust. Oder? Ja. Was meinst du? Ja, schon. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt währenddessen einfach noch ein bisschen meine Fidgets. Also, dann hatte ich noch diese Mojis. Ja, Mojis. Die sind richtig cool. So.
Ich mag die gar nicht. Und ich kann euch sagen, wenn man die an die Wand wirft, dann machen die ganz schlimme Flecken. Und die gehen so schnell kaputt. Ja, das ist richtiger Mist. Aber in dem Paket, das du bestellt hast, waren wir noch mehr drin. Echt jetzt? Okay. Dann habe ich hier noch so einen Rubik-Würfel. Aber nur mit vier Dingern. Ich glaube, der ist von McDonald's. Nicht mal das kann ich, Leute. Ich habe immer nur hier drei. Oder bei der Blau. So, drei. Socken anziehen. Ja. Ach, ich muss noch Socken anziehen. Auf jeden Fall habe ich auch noch das da. Ich liebe das. Und das da ist auch mega cool. Da ist so, das ist sowas. Da ist eine Murmel drin. Aber ich habe das auf YouTube in einem Short auch gemacht. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. Da habe ich alle meine Fidgets nochmal genauer gezeigt. Außer die selbstgemachten. Und die, die ich davor gekauft habe, wie die Emojis. Ich habe alle gezeigt, die in dieser Box drin waren. Also wenn euch das interessiert, dann schaut euch mal dieses Short an. Und wir haben noch mal welche bestellt, ne? Komm. Ja, wir haben noch mehr bestellt. Ich bin süchtig. Die Mama hat gerade gesagt, schaut mal, wie schön lang die sind. Ja, also sie werden immer länger. Das ist klar. Also ich habe mir jetzt noch so ein kleines, so ein Hemdchen drüber gezogen. Ich zeige es euch einfach mal. So eins. Halt, ich feiere es voll. Und ich werde mir jetzt meine Schuhe anziehen, die hier. Ich liebe die einfach. Die haben innen so mega weiches Fell. Ich kann es euch ja mal zeigen. Da, mega weiches Fell. So, erstmal anziehen. Und ich finde, die passen auch ganz gut dazu. Und ja, ich habe jetzt mein Handy schon wieder vergessen, weil ich nehme mein Handy und meine AirPods mit, weil ich dann noch ein bisschen Musik höre. Leute, wir waren jetzt beim Kieferorthopäden und danach waren wir noch beim Bäcker und haben uns so einen Kuchen geholt. Der ist richtig lecker. Und jetzt fahren wir noch zum DM. Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause, beziehungsweise ich, also wir, hey, ja, was lache ich da? Und ich habe alle Sachen hingestellt, die wir gekauft haben bei DM. Und ja, die werde ich euch jetzt zeigen. Ich habe wieder so, also Kosmetiktücher gekauft, 60 Stück, 13-lagig, so. Ich finde es immer voll cool, weil die kann man dann, da ist ein Herz drauf, so Rosen. Also ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Dann so einen Behälter für Schminke, aber ich benutze es für meine Skincare-Sachen. Weil ich schminke mich ja jetzt noch nicht so richtig. Warte, wo ist der Fokus? So. Dann noch ganz chillig zwei Zahnputzbecher. Mir gehört der Türkise, weil meine neue Lieblingsfarbe ist Türkis. Ich finde es einfach voll cool. Dann noch ein Maniküre-Set. Das finde ich auch richtig cool, weil meine Nägel sind so also nicht schön, wirklich nicht. So, und ich will die auf jeden Fall
ordentlicher machen. Dann noch eine Badekugel. Die finde ich einfach so, so schön. Also jetzt mal im Ernst. Wow. Wattepads braucht man immer mal. Ich übe mit dem Rocky TZ Peng, weil er kann jetzt schon Foto und High Five und jetzt will ich Peng beibringen. Und da habe ich dann noch so Leckerlis für kleine Hunde gekauft. So Belohnungen. Für mich auch noch ein Leckerli, Joghurt-Reiswaffeln. Die sind so lecker, Leute. Probiert die unbedingt mal. Gibt's bei DM. Einfach noch Haargummis. Ich finde die auch voll schön. So für einen hohen Zopf. Ein Rotbäckchensaft, den ich schon ausgetrunken habe. Wow. Dieses Augenbrauengel von Essence, das finde ich richtig gut und meins ist halt leer. Eine neue Zahnbürste. Haarspangen. Ja. Und noch ein Nagellackentferner. Und ich finde ihn richtig cool, denn ich muss euch etwas zeigen. Also was ich euch zeigen wollte, ich habe jetzt den Nagellackentferner und die Wattepads. Und bin ich die Einzige, die es nie schafft, Wattepads richtig aufzumachen. So, ich zeige jetzt das Coole. Ich habe hier ein Wattepad, Nagellackentferner auf und jetzt. Man muss hier nur so drauf drücken, ein paar Mal. Dann ist da Nagellackentferner drauf. Ich mache den mal kurz weg. Okay, so. Dann ist der Nagel richtig schön sauber. Das fühlt sich auch sehr ölig an, also pflegend. So. Ich finde es einfach so, so praktisch. So, also ich habe meine Nägel jetzt fertig gemacht. Und so schauen sie jetzt aus. Ich habe sie jetzt nur mit Klarlack lackiert, weil ich mit den Nagellacken von Essence nicht so gut umgehen kann. Von der Shine Last and Go Reihe. Ich kann mit diesem Klarlack einfach am besten umgehen. Der war mal im Adventskalender, der auch von Essence war. Ich weiß, ich habe gefühlt nur Produkte von Essence. I don't know. Und habe dann noch meine Nägel, die Nagelhaut ein bisschen weggemacht, weil die Nägel dann gesünder wachsen. Meine Nägel gefallen. Und jetzt werde ich noch dieses Teil hier einräumen, weil ich finde es voll schön. Ich sehe auf TikTok immer solche Videos, so Aesthetic-Videos, wo die dann immer das so schön einrichten. Und ja, ich will das jetzt auch so einrichten. So Leute, ich bin endlich fertig und ich finde es richtig, richtig schön. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich habe hier vorne erstmal meine ganzen Labellos von Labello, halt wirklich. Hier erstmal so Scrubs, Lip Scrubs und hier ganz normale Labellos. Eine Etage dahinter habe ich ein Haaröl, ein Gesichtsserum. Das benutze ich aber so selten, immer nur, wenn ich eine Maske gemacht habe. Und noch eine Handcreme. Hier habe ich dann mal so ein paar Badesterne. Die kann man so, wenn man Badesalz reingemacht hat, der nicht so viel Farbe gibt, noch reintun. Dann die geben wirklich echt viel Farbe. Und noch so sowas für die Nägel. Das habe ich übrigens, das werde ich mir am Abend auch noch drauf machen, weil ich knabber immer so viel. Das ist so bitter. Das macht man sich auf die Nägel wie Nagellack und es trocknet in einer Sekunde gefühlt. Und hier habe ich dann eben noch alle meine Masken. Und ja, ich will jetzt eben auch so Skincare machen. Ich finde es voll cool. Also ich war ja heute beim Kieferorthopäden und ich wollte euch einfach nur noch mal so ein bisschen was erzählen darüber. Und zwar wurde bei mir nachgezogen. So schaut es jetzt aus. Und ja, also es wird wahrscheinlich morgen mega krass wehtun, weil es ja immer so ist, nachgezogen. Dann tut es erstmal am Abend gar nicht so weh. Nächster Tag so, aber die Frau, die mir das gemacht hat, hat auch gesagt, hier unten hat sich schon was getan. Das ist ja eigentlich richtig gut. Und deswegen freue ich mich auch. Und jetzt werde ich noch, weil, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben im Badezimmer, im Badezimmer, jeder hat so sein eigenes Fach. Papa hat aber ein eigenes kleines auf seiner Seite. Und ich, Mama, Tobias und ja, ihr wisst ja. Also das ist meins. Mein Fach ist schon so unordentlich aus, weil ich da immer einfach so reinschmeiß. Das ist Tobias' Seite. Das ist eigentlich voll ordentlich so, weil ich da
Klasse mal aufräumen. Und die beiden gehören Mama, die hat da nämlich 1000 Skincare-Produkte. Und hier auch. Hi. Und ich dachte mir, ich werde jetzt einfach mal hier im Bad auch ein bisschen aufräumen. So Leute, ich bin jetzt endlich fertig. Und es ist jetzt auch schon 19.44 Uhr und ich schaue jetzt mal, was die Mama unten macht. So, ich hoffe, die Mama freut sich. Ich gehe jetzt noch runter und sag's ihr. So, Mama. Die Mama schaut gerade das perfekte Dinner. Okay. Mama. Hallo. Ich habe vorhin gerade schon gesagt, Partnerlook mit der Tapete. Ich verschmelze praktisch mit der Tapete, genau. So, mache ich mal Pause. Ich habe eine Überraschung. Du hast eine Überraschung für mich. Was? Das wird schon wieder sowas sein. Ich habe das Bad komplett aufgeräumt. Okay, super. Echt jetzt? Ja. Du bist einfach mein Schatz. Nein, ich habe immer noch... Ich habe so ein bisschen Herpes. Bisschen hier. Okay, und jetzt Pizza oder Crepe? Das ist halt schon relativ spät jetzt. Pizza in den Ofen? Du bist nur halb drauf. Oh. Pizza in den Ofen schmeißen. Magst du lieber Pizza? Ja, schon, weil morgen kann ich dann auch den Crepe essen, weil dann die Zahnspange schon wehtut und Pizza nicht so. Okay. Okay, let's go. Soll ich dir helfen? Nee. So, machen wir mal hier Licht an. So. Mal gucken. Oh, falscher Schrank. Ich nehme Margarita hier unten. So, also die Pizza ist jetzt drinnen. Goodbye. Da ist sie jetzt. Oh, lecker, 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 lecker. So, und jetzt eine Viertelstunde. Erstmal warten. Der Mama, was schauen wir uns dabei an? Das perfekte Dinner. Ja. Oh, jetzt hast du irgendwas falsch gemacht, weil du das Set eingestellt hast. Ich habe mich gerade hingesetzt, Leute. Mama, kannst du mir helfen? So, die Mama hat es jetzt noch richtig eingestellt. Und ja, ich werde meine Pizza dann noch essen. Und ich würde sagen, das war mein Vlog. Wenn er euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.